Hallo, hier ist Wolf von Tesla US, Owners US, und diesmal habe ich einen ganz anderen Topic oder ein ganz anderes Thema. Und ich wollte das einfach nur mal loswerden. Und zwar seht ihr das auch an dem Thumbnail. Und ich bin, glaube ich, ein ganz enger Believer, oder ich glaube ganz fest daran, dass fossile Energiesupplier wirklich einen Konflikt bis zum Krieg erzeugen können. Und genau das ist passiert. Und wir wollen da mal drauf nachgehen. Wake. Birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Wie ihr das so gesehen habt, die politischen Umstände haben natürlich einiges umgeworfen. Und wie können Nationen überleben, wenn keine fossilen Energieträger nicht mehr zu denen geliefert werden? Und ich habe mir da schon lange drüber mal Gedanken gemacht. Und Nationen, die eine Menge Energie in fossilen Energieträgern, das ist egal, ob das nun Öl, Kohl oder Gas ist, benutzen, haben natürlich dadurch, wenn sie sich abhängig machen, einen großen Nachteil. Und nicht unbedingt, dass man immer verlässliche Partner dazu hat. Und das habt ihr ja jetzt selber gesehen. Also die Unabhängigkeit von diesen Energieträgern, wie kann das nun erreicht werden? Und das will natürlich eine Menge, bringt natürlich eine Menge Diskussionen auf sich, aber ich übersetze das gerade mal hier aus dem Englischen, aber es gibt immer denn dort einen Gewinner und einen Verlierer, und zu den Verlierern möchte man natürlich nicht gehören. Von meiner Sicht aus möchte ich natürlich dann in der Hinsicht ein Gewinner sein. Und wo muss man dabei anfangen? Und ich habe dabei einfach bei mir selber angefangen. Ich möchte mich unabhängig machen von diesem Kohl, Öl und Gas. Also innerhalb des gesamten Jahres decken meine 68 Solarpanels den ganzen Bedarf, Energiebedarf ab des Hauses für Kühlung, für Wärme und auch für den Energiebedarf der Fahrzeuge. Und davon habe ich ja nur nicht wenige, aber die sind alle mit elektrisch betrieben. Vor 5 Jahren, also seit 5 Jahren, habe ich diese Abdeckung der Energie. Ja, vor mehr als 5 Jahren habe ich meinen Gashersteller schon gesagt, weil jeder amerikanische Haushalt hat immer Natural Gas, also natürliches Gas. Und den habe ich schon gesagt, also das Gas, das braucht ihr mir den Meter, den Zähler, könnt ihr mir abstellen, den brauche ich nicht mehr. Und dann ein paar Jahre später sind sie zu mir gekommen und haben das ganze Ding alles abgebaut. Also die denken nicht mehr, dass ich jemals noch ein Kunde von denen werde. Und das ist auch gut so. Meine Frau hat ein bisschen Angst über Gas, das im Haus zu haben. Das ist natürlich auch eine kleine Gefahrenquelle, wenn irgendwas undicht würde. Und wir haben das dann einfach abgedreht. Und damit, wir brauchten ihn eigentlich nur für Herd. Wir hatten ihn auch mal für Temperatur, für Wärme benutzt. Aber da ich jetzt eine Wärmepumpe habe, die natürlich viel ausmacht in der überhaupt in der Erzeugung von Temperaturenunterschieden, wie zum Beispiel Kühlung oder Hitze, im Sommer spart mich das ca. 40% meiner Energie, die ich nur normale Kühlung benutzen konnte. Hier in den USA möchten die dir immer Geräte verkaufen, die also mehr Energie verbrauchen, und der Energieverbrauch für die nicht wichtig, für mich ist der wichtig. Und zwar habe ich im ganzen Haus mal 23 Megawatt verbraucht, nur für das Haus, und ich habe das Haus mit mit Wärmeabdämmung, mit einer Wärmepumpe, mit neuen Fenstern und mit einer Abdichtung vom Dach so auf einen Energieverbrauch gebracht, der nur noch 13 Megawatt haben, also von 23 auf 13 Megawatt reduziert.
Damit hatte ich einen Teil davon, aber ich musste mit den Solarpanels dann noch ausbauen, als ich Elektrofahrzeuge bekommen habe. Das habe ich dann auch gemacht. Und jetzt bin ich eigentlich über den Laufe des Jahres abgedeckt. Also in den Sommermonaten oder in den Frühsommermonaten produziere ich mehr. Und dann verbrauche ich das im Laufe des Jahres. Ich bekomme einen Teil zurückbezahlt, was ich während des Tages mehr benutze. Aber ja, das ist nicht viel. Die bezahlen dir nicht viel dazu. Es wird wahrscheinlich bei euch auch kommen, dass die euch wesentlich weniger bezahlen dazu. Also habe ich mich, ich könnte mich eigentlich komplett von dem Netz verabschieden und Tschüss sagen, weil meine 5 Powerwalls, die ich hier aufgestellt habe, die würden mich in Einfachheit, also relativ einfach, über alles drüber wegbekommen, solange ich nur ein paar Tage Sonne habe. Und hier sind 290 Tage Sonne in Arizona. Und das ist optimal für Solarpanels. Es gibt natürlich auch alle andere Wärmesachen, die man machen kann, zum Beispiel geothermale Wärme bekommen. Und da müsst ihr euch mal umschauen, ob da irgendwas ist. Aber von meinen, was ich gedacht habe, erstmal muss ich selber energieunabhängig sein, dass ich keine Energie mehr verbrauche, die ich verbrenne. Und als ich das gemacht habe, da habe ich mich schon viel besser gefühlt. So was ist das, wenn das ganze Nationen machen würden? Oder wenn wir, jeder davon uns mal mit anfangen würde, über diese Energie-Independence, alle Energie, die man verbraucht, dass man die verbraucht mit dem Strom, den man selber erzeugt hat. Lasst doch die Verantwortung an den Leuten, die das selber haben. Wenn die selber mehr verbrauchen an Energie, dann müssen sie mehr erzeugen. Und ich bin mein Energieerzeuger als auch der die Energie verbraucht. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, wenn man mehr Energie verbraucht, muss man mehr Energie erzeugen. Oder wenn man mehr Energie verbraucht, kann man auch mehr Energie sparen. Ich habe eigentlich beides gemacht. Okay, was bedeutet das für die großen Industrienationen? Ja, ich habe das erstmal vorbereitet aus dem Blatt. Alle wollen natürlich ihren Carbon oder für ihren Kohlenstoffausstoß der fossilen Energien reduzieren. Manche bis 50-70% oder bis zum bestimmten Zeitpunkt bis 100%. Was denken dann andere Nationen, also bis dass der fossile Energieverbrauch komplett weg ist? Was denken dann andere Nationen? Andere Nationen müssen natürlich darauf achten, diese Nationen, die die Energie produzieren, wie zum Beispiel Russland oder Saudi-Arabien, müssen darauf achten, dass denen der Markt nicht abbricht. Und wie macht man das dann? Man muss da entweder etwas geschickter sein, dass man sich da versucht, anders abzudecken, oder man muss einen Konflikt herbeiführen. Und dieser Konflikt wurde zum Beispiel herbeigeführt, was ihr am ehesten gespürt habt. Und wenn man den Konflikt herbeiführt und Angst schürt und Risiken schürt, dass der Energieverbrauch nicht da ist, vielleicht noch am Energieverbrauch ein bisschen rumspielt, das alles in der Hand hat dazu und den Gasverbrauch oder den Gaslieferung noch runterdreht, dann gehen die Energiepreise hoch und man bekommt eigentlich für weniger Energielieferung noch genauso viel bezahlt. Und wenn dann der Herr das nicht mehr an Europa liefern kann, dann kann er das an China liefern, weil die nehmen das gerne ab, die Chinesen. Und der Markt ist, ich glaube, Russland hat mit China schon Verträge abgeschlossen, in dem Gaslieferungen Richtung China gehen, die dann wahrscheinlich nicht mehr die Kohle von Australien benutzen wollen, weil China ist ein bisschen in den Clinch mit Australien auch, weil die sich nicht entsprechend verhalten, wie dies die Chinesen gerne möchten. Und dann werden Verträge abgeschlossen mit Russland, der die Gaslieferung übernimmt, wenn die Gaslieferung reduziert wird Richtung Europa durch diesen Konflikt. Im Grunde genommen hat er mehr Einnahmen gehabt. Russland hat mehr Einnahmen gehabt an Energien
obwohl der Energieverbrauch oder die Energielieferung zurückgegangen sind. Ja, das endet dann natürlich, wie ihr es bekommen habt, in einen Krieg. Und das gibt dann wieder Zweifel an der Energieversorgung. Das treibt den Preis hoch. Und dann müssen eigentlich die Gelder, die benutzt werden sollten, um alternative Energiequellen oder alternative regenerative Energien zu etablieren, dieses Geld muss dann ausgegeben werden für die fossilen Energieträger. Und das ist für mich so eine Art Teufelskreislauf. Und da muss man irgendwann mal ausbrechen aus dem Teufelskreislauf. Und wer kann das nicht selber machen als jeder selbst? Also ich wollte mich davon nicht mehr abhängig machen. Für mich war das Schlimmste eigentlich, als diese große Deepwater Horizons, diese Ölinsel im Golf von Mexiko, alles verseucht hat mit Öl, das Öl da rausgelaufen ist, das Ölfass für mich zum Überlaufen gebracht. Und dann von dem Zeitpunkt habe ich mich darum gekümmert, dass ich davon unabhängig werde. Und wenn sich jeder Einzelne, der Energie verbraucht, darum kümmert, dass er selber seine Energie erzeugt, und das ist nicht so einfach, dann bin ich davon überzeugt, es würde dann keinen Krieg mehr geben. Es gab auch Krieg oder kriegsähnliche Zustände in den Nahostregionen. Das wurde aber nicht von Russland verursacht. Und das hat mir auch nicht gefallen. Und das gefällt mir auf beiden Seiten nicht. Und deshalb ist die einzige Lösung, macht eure Energie unabhängig. Wenn ihr könnt, so viel wie ihr könnt, produziert das selber. Und wenn ihr selbst in einer Wohnung leben solltet, die zur Miete ist, dann müsst ihr sagen, hey, wir haben noch Dachfläche, warum machen wir da nicht mal ein paar Solarpanels drauf? Warum bekommen wir keine Wärmepumpe? Wie ist es mit geothermaler Energie? Und so weiter. Na gut, ich habe damit angefangen, das ist nur meine Meinung dazu. Also, es heißt, am besten erzeugt eure Energie selber, dann braucht ihr euch da keine Sorgen mehr drüber zu machen. Das war's schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben, den Kanal abonnieren. Nächstes Mal bringe ich wieder was anderes. Das war mir nur was ich unbedingt loswerden wollte. Bis dann. Ciao, ciao.